Ja, moin Leute und damit herzlich willkommen zurück hier. Ja, beim guten alten Sons of the Forest, da sind wir endlich wieder nach ja, fast einer Woche wieder. Ja, willkommen zurück. Hi, hi, hi. Ja, es geht endlich wieder mit neuen Folgen weiter. Denn es werden jetzt ja so ein paar aufgenommen. Da ist die gute alte Sau wieder. Ja, erstmal wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende. Ne? Ich hoffe, ihr seid gut daran reingestartet. Da fehlt mir noch ein Stick. Ja, wir sind endlich wieder zurück mit Sons of the Forest. Ich habe mir auch so gedacht, ja, Wochenende musst du echt mal wieder aufnehmen. Das tue ich endlich wieder für euch. Und ich hab bei den Einstellungen auch noch ein bisschen was verändert. Ich habe sogar Motion Blur mal angestellt. Ja, ich weiß, ich bin jetzt kein allzu riesiger Freund von Motion Blur, aber ich finde, Sons of the Forest wirkt ein bisschen wie so ein Film dadurch. Es ist genau wie bei Alien Isolation damals. Ja, okay. Bei Alien Isolation war es ja immer die Story und nicht irgend so ein Effekt hier. Aber gut. Egal. Ach ja, hier noch eine tolle Neuigkeit ist, für die Leute, die auf Amnesia warten, also Amnesia Rebirth, das wird jetzt auch endlich wieder weitergehen, aber da wird ein bisschen was anders sein. Die Dinge dazu, die werde ich dann später klären, wenn es soweit ist, wenn die nächste Amnesia-Folge halt rauskommt, dann werdet ihr es sehen. Ich denke mal, dass diese auch heute rauskommen wird, die neue Amnesia-Folge. Also, es gibt schon insgesamt, glaube ich, vier Parts auf dem Kanal von Amnesia Rebirth. Könnt ihr euch ruhig gerne mal reinziehen, wenn ihr wollt. Es ist ein, ja, schon ein sehr cooles Spiel. Aber wir müssen natürlich noch weitermachen. Das ist ja logisch. Genauso wie hier, ne? Also gesagt, bei Amnesia Rebirth wird ein bisschen was anders sein, aber das werden wir dann erst dann besprechen, wenn wir dort sind. Also hier. Nee, hier spreche ich es noch nicht an. Hier spreche ich das noch nicht an. Machen wir erst da. So. Ja, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Wir brauchen auch 191 Sticks. Ach du Scheiße, okay. Ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, was ich jetzt eigentlich für diese Folge jetzt geplant habe. Ich weiß noch nicht mal, welche Folge wir überhaupt gerade sind. Das weiß ich halt mal so gar nicht. Och, was ist das denn, süßes? Guck mal, ein Pärchen. Ja, oder auch nicht. Aber wenn er schon so Nein sagt, dann sind wir wohl doch kein Pärchen, ne? Schade. Hätte ein schönes Hochzeitsfoto ergeben. So, pflanzen wir mal was ein hier. Ich glaube, es war das Weinröschen, was immer so viel bringt. So. Ja, ich weiß. Ich habe dich in letzter Zeit ein bisschen geärgert, aber naja, in Zukunft wissen wir noch nicht so wirklich, ne, was da so alles passiert. Ja, und scheinbar war ich ein bisschen zu leicht durchschaubar, den einen Part. Was die Sache mit Kelvin betrifft, aber naja, ist auch egal jetzt. Wir machen einfach mal weiter hier, ne? So. Ach hier, ich hätte jetzt sogar für demnächst auch ein neues Let's Play geplant. Was ich natürlich auch wieder nur dann aufnehmen werde, wenn ich auch Zeit habe. So wie zum Beispiel an einem Wochenende beispielsweise, ne? Also ein neues Let's Play steht so langsam an. Und ja, ich hoffe, das wird dann euch auch gefallen. Das ist natürlich ein Spiel, was ich auch schon vor ein paar Jahren mal gespielt habe, aber da habe ich, ja, es hat auch mit Rätseln zu tun und so, und die Rätsel, die hat man zum Großteil alle vergessen. Weil das Spiel ja echt umfangreich ist. Und das Spiel als Let's Play bietet sich momentan echt perfekt an. Weil da ein weiterer Teil für diese Reihe rauskommt. Ja, der ein oder andere weiß das bestimmt schon Bescheid, über was ich rede.
Die anderen, die jetzt nicht Bescheid wissen, über was ich rede, über welches Spiel, die sollen sich mal überraschen lassen. Ja, also es passiert jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf diesem Kanal hier. Wenn wir so die letzten Wochen, die waren ja so ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger, ne? Auch Forest 1 hat jetzt irgendwie momentan Pause. Das möchte ich auch demnächst wieder aufnehmen. Vielleicht so, ja, muss ich mal gucken, ob ich es dieses Wochenende noch reinbekomme. Also das nächstes. Muss ich mal schauen. Und ich laufe hier gerade die ganze Zeit in der Gegend herum und quatsche ohne Ende. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier nach der Woche hier, dass auch wieder so viel passiert. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, was wollte ich überhaupt da noch so alles drin machen? Ich weiß, wir müssen noch die Steine da machen, wir müssen noch andere Dinge machen und so weiter und so fort. Also wir müssen noch so einiges machen hier. Ja, ich weiß. Stimmt, ich wollte noch dieses Wohnzimmer, wenn man es so sagen kann, hier noch machen. Ja, ich kann da schon mal ein paar Dinge hier hinpacken, vielleicht. Hey, so ein Hirschfellteppich, der passt doch, glaube ich, ganz gut hier, oder nicht? Kann man, weiß nicht, einfach mal so hier unten hinpacken? Haben wir so einen? Nee, haben wir nicht. Ich dachte schon. Ja, die Balken bekommen wir leider nicht weg. Das ist ein bisschen schade. Okay, Virginia ist anscheinend hinter uns. Okay. Wir brauchen einen Steinkamin, weil den hatten wir schon immer in unseren Wohnzimmern gehabt hier. Wer die Forest-Staffeln immer gut verfolgt hat, der weiß ja Bescheid, ne? Da kommt immer ein Kamin für mich hin im Wohnzimmer. Ja, das Sofa, das bekommen wir jetzt leider diesmal nicht wirklich dahin. Wobei, jetzt gibt's noch gar kein Sofa. Dann halt eine Bank. Ja gut, geht ja nichts anderes. Ah, cool, können wir sogar über den Teppich machen. Das ist schon ganz nett irgendwie. So. Machen wir vielleicht noch hier drüben. Hallo? Okay. So. Was wir da drüben noch so hinmachen, weiß ich gar nicht. Vielleicht ein paar Schränke oder so. Oder das Ding. Ich glaube, das haben wir auch noch nirgendwo. Nee, nee, das sollte woanders hinkommen. Das sollte woanders hinkommen, aber. Ich glaube, ja, komm, wir machen mal einen so ein Ding hier hin. Den Großteil machen wir aber von denen woanders hin. So. Da wäre noch so ein Regal irgendwie einfach so, damit es nett aussieht hier drinne. Machen wir vielleicht hier. Dann noch auf. Nee, warte, nimm mal. Nimm mal das hier. Das haben wir auch noch nicht so häufig gemacht. Ja, es war nicht das beste Wohnzimmer. Ich weiß, er hat ein besseres gehabt, aber besser ist nichts, ne? So. Aber hiermit möchte ich echt lieb gerne erstmal langsam weitermachen, weil das ist schon so eine ewig lange Baustelle. Das muss echt fertig werden. Aber vorher. Okay, Nahrung haben wir noch ein bisschen. Na ja, gut. Der Typ hat so momentan nicht wirklich Hunger. Wie sieht es mit Trinken aus? Haben wir da noch ein bisschen was irgendwie hier in dem. Ne, müssen wir jetzt Wasserstelle mal schnell hinfahren. Das machen wir auch gleich mal. So, mein Auto habe ich da immer noch fleißig drin geparkt, wie man sieht. Sehr, sehr nett. Ah ja, stimmt, ich habe das ein bisschen von den Grafik-Settings. Ja, generell ein bisschen höher gestellt jetzt. Ach so, das sind Schwänze. Ich habe mich schon gewundert, was hier rumfliegt. Ist ja interessant, dass die fliegen jetzt auch wieder durch den Boden. Okay, das kennt man ja. Ist normal das Schwänzeverhalten, wenn man so sagen kann. So. Kein Feuer haben wir nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder zu unserer klassischen Feuerstelle zurück.
Ach, da haben wir sogar noch ein paar Baumstämme, sehr gut. Da können wir sogar ein bisschen mit weiterarbeiten heute. So, der Frühling, der sollte ja auch bald oder demnächst wieder da sein. Gucken wir einfach mal. So. Ach, guck mal, ich kann mir sogar einen Crack machen, okay. Aber ich glaube, ich mache mir erstmal einfach so ein bisschen sauberes Wasser. Erstmal einfach so. Einfach so. Ach ja. Ich weiß, das neue Haus machen wir. Oh, hi. Ich weiß, das neue Haus machen wir natürlich auch bald. Das ist klar. Wir müssen natürlich auch noch zum Ammunition und dort ein paar Waffen besorgen. Weil. Ja, das wurde mir schon so häufig geschrieben und dass ich das mal machen soll. Und ja, wir werden das bald machen. Das mit den Waffen werde ich jetzt nicht mehr so schnell vergessen, dass man die sich nochmal besorgen kann. Und Alter, guck dir mal diese Einkaufsliste da links an. Haben wir so ein bisschen was zu erledigen hier auf der Insel, ne? Einsammeln 3 Viertelbretter. Alles klar. Kevin, spring mal die Klippe runter, ja? Da ist ein Pool unten. Da muss ich auch mal auch wenn man GTA 5 wieder denken, ne? By the way, GTA 5 ist ja jetzt 10 Jahre alt geworden, ne? Also erstmal Happy Birthday dafür. Hätte ich gar nicht erwartet so, ne? Aber krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das muss ich wirklich sagen. Also, das ist schon erstaunlich. Also GTA 5 ist halt schon ein krasses Spiel. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss. Ach komm, wir machen jetzt einfach nochmal den Greg hier. Wobei ich sagen muss, dass ich den Story-Modus natürlich immer noch am besten finde, weil. Naja, Online-Modus ist eh für'n Arsch. Das weiß man ja durch die Community. Aber der Story-Modus, das ist für mich so das wahre GTA 5 einfach. Wobei man sagen muss, anfangs von GTA Online, also wo GTA Online noch neu rauskam, war es eigentlich auch noch einigermaßen vernünftig. Aber so durch diese ganzen unrealistischen Sachen, so wie, weiß nicht, irgendwelche fliegenden Autos oder irgendwelche Alien-Waffen oder sonstiges und durch die toxische Kindergarten-Community dort, ja. Es hat einfach nicht mehr wirklich viel Spaß gemacht, das hat so das Ding. Es war halt auch nicht mehr wirklich realistisch gewesen. Es hat einfach mit so einem realistischen Open World Game einfach nichts mehr am Hut gehabt. Das war für mich irgendwie so ein. Das hätte man irgendwas aus Cyberpunk oder so genommen, ich weiß nicht. Das Cyberpunk 2077 wirkt auch so ein bisschen futuristisch. Deswegen habe ich das einfach als Beispiel genommen. Ich weiß, da gibt es auch keine fliegenden Autos, oder? Nee, ich glaube, nein, 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 da gibt es keine. Aber es erinnert mich irgendwie so ein bisschen dran. Ich weiß nicht warum. Ja, also. Ich hoffe, dass GTA 6 Online. Oder. Also, dass es da wieder ein bisschen realistischer wird. Ich hoffe es mir einfach mal. Wenn man zum Beispiel an GTA 4 Online denkt, oder generell GTA 4, da gab es solche unrealistischen Sachen nie. Ne? Das ist halt wirklich so. Da gab es solche Alien-Waffen nicht. Ja gut, Jetpack ist eine andere Sache. Weil das gab es ja schon in San Andreas und man vermutet ja irgendwie, dass es ja wirklich ein Jetpack gibt, ne, in der Realität. Das könnte gut möglich sein. Ja, das gibt's irgendwie so ein wasserbetriebenes Ding, glaube ich, ne? Also so ein Jetpack-ähnliches Ding, womit man auf dem Wasser da immer so rumfliegen kann. Also wo so ein Wasserstrahl unten rauskommt. Ich weiß noch nicht, wie das Ding heißt, aber es erinnert ein bisschen an so ein Jetpack halt, ne? Und das kann man noch so entschuldigen, aber so mit Alien-Waffen und fliegenden Autos oder so ein fliegendes Oppressor-Bike. Ich weiß nicht wirklich. Es ist schon irgendwie, naja.
Es ist halt irgendwie nicht ganz realistisch. Aber die Community, ne, brauchen wir nicht drüber reden, die ist halt leider von Arsch. Muss man halt leider sagen. Also so empfinde ich es. Ich weiß nicht, wie ihr es so empfindet. Aber für mich ist es halt so. Also gut, dass wir haben heute mal wegen Gesprächsthema gehabt, ne? In dieser Folge. In letzter Zeit hatte ich ja nicht so viele Gesprächsthemen gehabt und ich finde, das passt ja irgendwie mal. Ich glaube, so über GTA haben wir an sich ja noch nie wirklich geredet. Wir haben ja schon in der Vergangenheit so ein bisschen über komische TikTok-Trends geredet, wie müllig die sind, ne? Über andere komische Dinge. Ja, vielleicht fallen uns ja später noch ein paar andere Themen ein, über die man so reden könnte. Da gibt es dann noch so viel da draußen, ne? Naja, es werden sich immer wieder mal neue Themen finden, ne? So. Ich mach mal hier das Übliche wieder. Oh, ich liebe es einfach, das Feuer zu stapeln. Das macht mir irgendwie Spaß. Frag mich bitte nicht, wieso, ja? Es macht einfach Spaß. So. Ich speichere nochmal schnell. Es wird ja eh gleich dunkel und ja, diesmal machen wir, glaube ich, keine Nachtarbeit, weil der Typ muss eh pennen, wie ich sehe. Und ich hoffe mal, dass es wieder Frühling wird, weil ich weiß halt echt nicht mehr, wann der Winter angefangen hat. Das weiß ich nicht mehr. Ist schon wieder ein paar Tage her. So. Ja, und ich weiß, die Bank, die fehlt hier immer noch. Die wird irgendwann kommen, bestimmt. Ja. Ach so, ich habe mich gerade gewundert, was für ein Brummgeräusch war. Das war das Solarpanel gewesen, das sich ausgeschaltet hat. Dieses Mürum. Alter, ich dachte schon, da kommt jetzt so eine gruselige Kreatur um die Ecke, die man noch nie gesehen hat in dem Spiel. By the way, mir fällt da ein. Es gibt's ja den Eddie jetzt, ne? Den Speerwerfer. Und da fällt mir ein, es gab tatsächlich noch eine Kreatur, die ich immer Eddie genannt habe, nämlich das Alien aus Alien Isolation. Ja, das war auch relativ lustig, das LP. Ja gut, besonders dieser eine Part in der Krankenstation, den werde ich ja so schnell nicht vergessen. Der war zum Aufregen, aber gut, das war letztes Jahr gewesen. Da sind wir 2023 und wobei, glaube ich, ein zweiter Teil irgendwie angekündigt wurde oder sowas. Muss ich noch mal nachschauen, weil irgendwas war mit einem Alien Isolation 2, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken. Also wenn Alien Isolation 2 rauskommt, das werden wir nur 100 pro spielen, ne? Und ich kann jetzt schon sagen, wenn er in eine Krankenstation rankommt, dann sind wir wieder am Arsch. Also besonders ich. Dann bin ich am Arsch. Das kann ich jetzt schon sagen. Also für die, die das Let's Play gesehen haben, die wissen bestimmt, worüber ich rede, ne? Ja. Aber bitte macht die Speicherpunkte besser, ja, als im ersten Teil. Die waren wirklich totaler Schrott gewesen. Bitte nicht nochmal so miserabel wie im ersten Teil. Das soll es nie wieder geben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber könnt ihr euch trotzdem gerne angucken, das LP, wenn ihr wollt. Das ist lustig und auch schon geil, eigentlich. Es ist halt wirklich wie ein Film. Ja gut, das ist auch dem ersten Alien-Film nachempfunden, natürlich. Und das ist halt schon ein recht geiles Game. So. Ich nehme nochmal den Greg. Also Gregs Tagebuch, natürlich. Ja gut, essen müssen wir jetzt nicht allzu dringend. Na, Kelvin, vertraust du uns wieder? Ja, folg mir mal. Ja, sorry, dass ich dich letztens ein bisschen geschlagen habe, aber ja, gut. Guck mal, er folgt mir wieder. Ich glaube, er vertraut mir wieder. Ja, oder halbwegs, werden wir sehen. Er sagt zwar immer noch so, nein, 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 ich will nicht, aber na, wir gucken mal. Dafür kriegst du auch kostenlos 5 Gregs von mir spendiert, ja? Wie hältst du's? Ist doch ganz cool, oder? Also ich würde mal sagen, ja, das ist mein Angebot.
So. Bäume fällen, Bäume fällen. Ich würde mal sagen, wir machen bei dem Steg erstmal alle Baumstämme dort fertig und dann machen wir dann die Steine danach. Ich denke mal, das ist ein guter Fahrplan. Und ich denke mal, wenn wir das dann haben, dann, ja gut, wir müssen noch die anderen Sachen machen. Ja, toll. Also besonders die Sache mit den Sticks, ne? Ich denke mal, dass ich mir das mit den Sticks wahrscheinlich aufteilen werde. Also ich würde das Haus auf dem See, glaube ich, schon vorher bauen und ja, also wir werden mit den Sticks noch ein bisschen weitermachen, aber nicht alles. Weil ich würde mit dem Haus auf dem See schon bald mal beginnen wollen. Ich weiß, der Winter ist halt bald wieder am Ende, aber dass man sich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und ich weiß halt nicht, ob wir bis dahin alle Sticks zusammengesammelt haben, aber ja gut, ja doch eigentlich schon. Na, wir schauen mal. Ja, und die Sache mit dem Fragezeichen, das machen wir natürlich auch bald. Aber wir gehen auf diese Sache denn später nochmal ein bisschen genauer ein, um was es sich dabei handeln könnte. Ja, ich weiß es immer noch nicht. Der Dave war ja letztens auch verwirrt gewesen. Der wird ja irgendwie auch nicht so wirklich schlau draus, aber ich lasse mich immer noch überraschen, was es sich dabei handeln könnte. Tja, mal gucken, ne? Ja, da komme ich leider nicht dran. Die sind wahrscheinlich wieder runtergefallen durch den Boden durch. Haben sich wieder durchgeglitscht, die bösen Dinger. Die bösen, bösen Buben. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Baumstämme wir dafür brauchen, aber naja, wir gucken mal, ne? Das muss sich schon irgendwie ergeben hier. Ich weiß gar nicht, ob Kevin jetzt irgendwie mittlerweile mitarbeitet. Ja, wahrscheinlich dauert das erstmal wieder eine Zeit lang. Ja, okay, anfangs hat man ihn auch noch ein bisschen gemobbt mit Baumstamm werfen, aber gut. Das waren ja noch andere Zeiten, ne? Weil man sich ja mal dafür rächen wollte, dass er mal Baumhäuser mal gefällt hat, ne? Ja, das ist zwar jetzt nicht mehr möglich, aber das waren schon lustige Zeiten irgendwie. Wir wollen wohl ein Stick. Ja, egal. Ja, bisher wieder ganz nette Folge, wie ich finde. Wir haben wieder so ein bisschen geredet, ne? Bauen so nebenbei wieder ein bisschen. Wir müssen wieder reinkommen, ne? Kelvin macht Dinge, die er immer tut oder die er auch nicht tut. Was auch immer. Ja. Das ist eigentlich eine ganz entspannte Folge heute mal wieder. Eingeborene, ja, die hatten wir heute noch nicht gehabt, aber die kommen bestimmt bald mal wieder vorbei. Besuch. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Ja, und ich denke mal, dass es so für die nächsten Tage jeden Tag erstmal wieder eine Folge kommt, bis mir die Folgen wieder dann alle gehen. Ja, muss ich mal gucken, wann das hier soweit ist. Aha, komm, er arbeitet schon wieder ein bisschen mit. Also zwar natürlich ja auf eine dumme Art und Weise, aber ja, was heißt dumm? Es ist halt die Kelvin-Art und Weise, ne? Er macht es halt auf seine Art. So. Ah ja.
Aber so viel ist es doch gar nicht mehr. Guck mal. Das haben wir eigentlich bald geschafft. Okay. Ja, da wird ein bisschen hin und her geschmissen, aber das macht ja nichts. Kriegen das alles ganz gut hin hier. Upsala. Okay, da komme ich super hoch, sehr schön. Ach, kommt's auch hinterher, ja? Für die Leute, die sich fragen, was das eigentlich da wird mit diesem Steg, das soll. Ursprünglich war das eigentlich mal wegen der Zipline geplant oder wegen dem Gleiter. Ja gut, der Gleiter, das hat sich eh erledigt für die Staffel. Schon lange sogar. Ja, das mit der Zipline habe ich jetzt mittlerweile auch schon abgeschlossen. Es wird das eigentlich so einfach so eine Aussichtsplattform werden, einfach so zum Genießen, dass man da ein bisschen chillen kann. So eine Art Gazebo, wenn man so will. Ja, so vielleicht so eine Art. Mit dem Dach muss ich mal gucken, wie ich das mache oder ob ich das überhaupt mache. Das weiß ich noch nicht. Aber wir haben ja Zeit. Komm ich auch wieder hoch hier? Moment. Ach, schade, diesmal komme ich nicht hoch. Wir sollten jetzt mal unbedingt einen Baumstamm da mal hinpacken. So als Ding halt. Weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ja, ist auch egal. Aber wir machen erstmal die ganzen Baumstämme alle auf dem Boden und dann. Hier, so, dass ich da wieder hochkomme. So meinte ich, das ist so eine Art weirde Leiter oder so. I don't know. Ah, okay, er macht wieder mit. Alles klar. Sehr schön. Aber hier werden wir denn das neue Haus haben. Oh, da ist Besuch wieder. Guck mal, der kommt doch noch heute. Cool. Ja, haben wir doch noch Besuch heute. Sehr schön. Kann ich? Okay. Guck mal, der Besuch greift auch schon gerade meine Basis an, wie man sieht oder auch nicht sieht. Aber hier werden wir die neue Basis haben. Ich möchte dann auch ein paar Winterproviante mal zusammen sammeln. Also so paar Snacks, so, was man so in Regalen einsortieren kann, weißt du? Dass wir wissen, was zu dem Winter haben, weil wir können ja nicht immer. Bei Tiere. Oh, guck mal, da ist der Eddie. Da ist. Oh, da ist der Eddie. Da ist der Eddie. Das ist der Eddie. Eddie allein zu Hause. Wow, Eddie ist ganz schön mutig, muss ich sagen. Und der Redman ist natürlich auch hier. Den kennt man ja. Eddie. Na, alte Sau. Autsch. Mann, ey, die ist aber ganz schön stark, ne? Wow, Alter. Der traut sich ja richtig was hier. Oh. Okay. Moment, wir können ihn ja ein bisschen brennen lassen, weißt du? Ja, mir fehlt immer noch eine Flag an. Ganz dringend. Hab ich noch Rüstung eigentlich? Oh ja, sogar Unmengen sogar noch. Zieh mal an. Die brenne, brenne. Huch. Da brennt der Eddie. Und der fährt hin. So ein Schussel. Eddie, bleib doch hier. Eddie haut ab. Und ich glaube, er ist tot. Oder? Nee, er lebt noch. Eddie, alles in Ordnung bei dir? Ist alles in Ordnung bei dir? Sag doch was. Hallo, Eddie. Ja, ich glaube, Eddie hört mich nicht mehr. Ich glaube, der schläft gerade. Er hält gerade Winterschlaf, also psch, muss ganz leise sein hier.
Okay, das ist also der Eddy. Alles klar. Ein sehr interessanter neuer Kumpel hier auf der Insel. So, und seine Freunde, ja, die schleichen natürlich immer noch durch das Gebälk hier. Ach, da wird auch wieder geschossen. Ja, genau, da sind ja noch welche. Die Rotfratze ist natürlich auch da, ne? Die kennt man ja. Oh, so wolltet ihr das auch mal wieder sehen, oder Leute? Alter, guck mal, wie in mein Haus reingeht, das Arschloch. Was ist mit dem los? Komm nur her. Ich habe auf dich gewartet, mein Freund. Ach, der ist da hinten. Alter, wie die ganze Zeit durch mein Haus rennt. Oh, okay. Krass. Der traut sich ja was, der hat der Eier. Okay, also krasse Situation, muss ich besser sagen. Gefällt mir ganz gut. Ah, hier mit den Vorräten meinte ich, ja, sowas hier für den Winter halt, dass man sowas quer über der Insel mal ein bisschen zusammensammelt, ne? Und dann für den Winter aufbewahrt. Das wäre gar nicht mal so übel. Das würde ich schon gerne machen wollen. By the way, können wir das eigentlich nicht schon den nächsten Crack machen? Ja, den machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Muss ich mal gucken. So. Huch, nee. Ich mache, glaube ich, gleich erstmal noch schnell was anderes. Und dann geht's mit den nächsten Folgen weiter. Ja, und Amnesia, ja, das kommt natürlich noch, ist ja klar. Da muss ich halt nur gucken, wann ich das aufnehme. Heute. Nachher bestimmt. So. Sind das, waren jetzt nicht auch Steindächer möglich gewesen? Ich muss noch mal gucken. Weil man vergisst halt mal wieder ein bisschen was über die Zeit. So ein paar Kleinigkeiten. So. Okay, dann holen wir uns doch zwei Baumstämme, und wir sagen, ja, machen wir wieder einen Cut für heute. Da haben wir auch wieder ein bisschen. War eigentlich eine echt abwechslungsreiche Folge mal wieder gehabt heute. Ja, ich weiß, der eine oder andere wünscht sich mal wieder Erkundungstouren. Die werden kommen demnächst. Aber zuerst möchte ich halt, ja, dass wir mit dem Ding hier fertig werden und dann auch da den Großteil auch schon mal drinnen fertig haben. Aber ich kann schon mal sagen, wenn der nächste Winter beginnt, dann sind wir auch wieder unterwegs. Also wir werden es davor schon mal für das neue Haus vorbereiten und so weiter. Ja, wir werden ja sehen, ne? Gut, ich würde mal sagen, ja, wie gesagt, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann lasst euch gerne einen Kommentar, ein Abo und Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder im Wäldchen. Okay, bis dann erstmal und vielleicht sind wir es bei Amnesia oder hier wieder bei Forest, ne? Bis dann erstmal. Tschüss.